Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Fiesta Online Video auf dem Server Easel. Heute werden wir uns mal wieder ein Gildenturnier anschauen, aber diesmal geht es um Le Grand Final. Das Endspiel am 4.2.2018, also let's jump right into the action. It's at RestGG bringing you the Fiesta Online Esports Action tonight, and man, I think this will be a fun one. Let's see who's fighting. It's Invictus versus Payback. That's looking great. Let's jump right into the action and we'll see how they are, performing. Also, auf welcher Seite bin ich gelandet? Oh, auf der Vorbereitungsseite von Invictus. Diese Gilde hat auch in meinen Videos schon mal eine Rolle gespielt. Ich weiß auch noch, ich weiß aber nicht mehr genau, ob das in diesen PvP-Videos im FS3 war oder in dem oder sogar in dem anderen Gildenturnier-Video. Auf jeden Fall kommen die mir bekannt vor und die wurden auch teilweise in den Kommentaren geschrieben, als ich gefragt habe, wer ist die niceste Gilde ever auf dem Server Easel. Also vergleichsweise sind hier momentan wenig Leute am Start, aber hey, wenig Leute muss nicht heißen, dass die Leute schlecht sind. Ganz im Gegenteil, vielleicht ist es so eine Elite-Gilde, die nur die übersten Pros da hat. Wer weiß, wer weiß. Von Payback, ganz ehrlich. Easy peasy GT, wenn wir immer. Von Payback weiß ich nicht so viel. Ehrlich gesagt, da werden wir nochmal schauen. Also hier scheint schon so ein bisschen Trash-Talk am Ongoing zu sein. Wobei, die sehen eigentlich alle ziemlich friendly aus. Na doch, das ist schon ein bisschen, Herausforderer gesucht. Also, aber egal, schauen wir uns einfach mal die Action an. Wie gesagt, ich starte auf der Seite von Invictus und hey, ich bin mit meinem Raimi ziemlich schnell. Ach, zum Thema Raimi möchte ich auch noch was Wichtiges sagen, denn zurzeit ist mir ziemlich viel Raimi Price Dumping aufgefallen. Das gefällt mir nicht so als Raimi-Schützer sozusagen. Weil es kann einfach nicht sein, dass diese Raimis aus sehr, sehr schlechten Haltungsverhältnissen eben so billig gekauft werden. Damit unterstützt sie halt diese Massen-Raimi-Haltung und das halte ich für keine gute Idee. Ich würde euch empfehlen, um einen qualitativ hochwertigen Raimi zu kaufen aus Freilandhaltung. Das zahlt sich auf jeden Fall aus, denn dein Raimi ist viel fitter als die anderen. Er ist viel glücklicher und genau. Aber das ist auch ein anderes Thema. Also Invictus hat schon mal vier Flaggen sich gegönnt. Schauen wir mal, wo Payback ist. Payback ist hier im Spawn. Ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten sie angetreten sind. Das konnte man hier irgendwo sehen. Warte mal. Das sind 5 gegen 2. Ach so, nee, das sind die Punkte, aber trotzdem ist so ähnlich, ne? Das sind 5 gegen, 15 bis 20. Das ist auf jeden Fall schon mal, ja. Huh. Mehr Ammo, please. Das ist auf jeden Fall schon mal in Favorite für Invictus. Die Action ist ja auch am Spawn, das heißt, es ist, leider kein sonderlich ausgeglichenes Match, aber Leute, das kann man vorher nicht immer wissen. Wie gesagt, ich kenne mich noch nicht ganz so gut aus mit den Gilden, die hier so aktiv sind auf Easel, also, außer dass eben Invictus auf jeden Fall am Start ist. Und, genau, schauen wir mal, ob hier überhaupt irgendwas in Sachen Action abgeht. Waste deine Atems. XD. Oh, hier ist noch jemand, also hier ist noch jemand von Payback, glaube ich, da, der sich eine Dings holt. Und da werden die Leute, glaube ich, auch hinriden. Und vielleicht sehen wir da ein paar nice Battles, wenn wir mal checken. Also hier sind auf jeden Fall Leute, die so den Spawn ein bisschen Steffen soll seine Position ändern, hat hier jemand gesagt. Also mach das mal lieber, mein lieber Stefan. Steffen, meine ich. So, ich weiß gerade gar nicht mehr, was man machen muss, um zu gewinnen. Muss man irgendwie 500 Punkte oder irgendwie so eine bestimmte Zahl haben? Ich glaube, wenn man alle Fahnen für eine Minute hält oder so, dann ist das schon GG. Oh, hier geht auf jeden Fall was ab. What the frick? Oh, nice. Also auf jeden Fall sind hier noch Payback-Leute aktiv. Zum Glück, sonst wäre es ein bisschen langweilig, weil, guck mal, die haben hier eben, da hat irgendjemand diesen Debuff geholt. Und Unterhosen Johnny aus dem Hause Payback. Oh, hier ist noch jemand von Payback. Der hat das auch gut genutzt. Yokai. Das sieht übel aus. Two versus one. Ja, das ist. Na, so ist nun mal. Zum PvP muss ich sagen. Also grundsätzlich finde ich Fiesta Online PvP richtig, richtig cool. Was ich nur nicht mag, sind diese abgesprochenen 1 versus 1 Fights.
Wo du dann ankommst mit, ja, den Skill darfst du nicht benutzen, diese Ausrüstung ist overpowered, die darfst du nicht nehmen, du darfst keine Sets wechseln und so. Immer wenn die Leute anfangen, ja, bla bla, das darfst du nicht nehmen oder so, dann finde ich Fiesta-Online-PvP leider ziemlich langweilig. Aber dieses Gruppen-PvP, da finde ich, kann Fiesta-Online eigentlich überzeugen, bloß anscheinend nutzen es nicht so viele, weil ich meine ganz ehrlich, so 5 gegen 15 Leute, das ist jetzt nicht, was ich, ja. Das ist jetzt in meinen Augen nicht so ein actionreiches Gildenturnier. Das Problem ist aber auch, dass dieses Auswahlsystem vom Gildenturnier so ein bisschen random ist. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir hier noch spannendere Matches in Zukunft haben werden. Ich werde hier auf jeden Fall immer mal vorbeischauen. Und vielleicht, ich meine, im Vorhinein wird sich auch zeigen, schreibt mir mal, was eine Gilde, was für eine, schreibt mir mal in die Kommentare, was für eine Gilde Invictus ontaken könnte im PvP hier. Oh ja, also hier sind auf jeden Fall welche von Payback noch unterwegs. Da hat jemand die Fahne aufgebaut. Und hier steht ein einsamer Raimi. Oh nein! Warte, ist das ein Raimi aus Freilandhaltung oder ist das einer von dieser komischen, ja, Boden- bzw. Käfighaltung? Der sieht eigentlich relativ vital aus. Ist nur komisch, dass er hier alleine chillt. Irgendwie hat jemand seinen Raimi hier vergessen. Den würde ich ja schnell wiederholen, wenn ich ihr werde. Raimi-Besitzer. Das war auch irgendwie weird, weil der eine war in dem Schleim-Debuff und der andere nicht. Hä, Alucard, hatte ich den nicht schon mal im Video hier? Und mir irgendwie bekannt war. Oh mein Gott, er hat dieses ultra seltene weiße Drachenreittier. Lol, what the frick? Diese Werbären haben ihn angegriffen, die irgendwie Ruf zu den Waffen und nicht Werbären heißen, was auf jeden Fall schon mal weird ist. Du Biest, ersten Schleier. Lol, what the frick, Bro? Unterhosen Johnny ist auf jeden Fall am Start und der Name ist auch nur lustig irgendwie. Achso, ja, diesen Bombenherz schon wieder. Buggy-Schleimer. ja, also, Payback macht ein paar Punkte. Kann man nicht anders sagen. Yokai ist auch am Start. Ist sie scharf? Scharfschütze, oder? Ja, sieht so aus. Kann ich ihr Level sehen, nur irgendwie nicht. Oh, Real Madness ist gerade nicht so am Fighten. Die chillt hier. Oder der, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bei Sissy sieht's ähnlich aus. Die chillt hier so ein bisschen. Leute, wir sind auf Arm und möchten gerne Casual weiterlaufen. Ah, okay. Also die dachten hier. Warte mal, ich glaube Fayala ist aber bei Invictus, oder? Nee, warte mal. Ja. Weil. Und die in Anführungszeichen, also Payback Kinder, die dann also so ein bisschen an ihrem Raid. Ja, dann sollten die vielleicht mal schneller das Game finishen. Wie wäre es, wenn ich einfach mal diese Fahne hier holt, dann Invictus? How about that? How about that? Is that a good idea? I think so. Bro. Ich muss mal gucken, wie lange ich aufnehme. Oh, das ist ja schon wieder eine sehr gute Zeit. Oh, hier ist Daisy irgendwie. Das ist auch auf jeden Fall interessant. Ja, diese Monster-Spawns habe ich nie so richtig kapiert hier bei den Gildenturnieren. War das auch eine andere Geschichte? Auf jeden Fall sieht diese Daisy witzig aus, wenn es hier so rumläuft. Oder sie, keine Ahnung. Ist halt ein Babydrache, aber weiß nicht, ob Daisy männlich oder weiblich ist. Sieht auch ein bisschen aus wie so ein T-Rex, finde ich. Lol, what the frick? Hier ist jemand von Invictus und endlich hat sie, ja, hier dieses Ding angenommen. Oh, hier geht's ab. Oh, Down-Synchron hat, wie hieß sie? Fayala angegriffen. Mit 5 waren das klar. Real Madness sagt mir aber auch irgendwas. Achso, das war dieser Mage, den ich eben gesehen habe. Oder diese Mage, besser gesagt. Wow, der hat ja. Alter, hat der einen Ghost Raimi? What the frick? Zeig dein Reittier, zeig dein Reittier, zeig dein Reittier. Achso, nee, das sieht wegen dem Debuff so aus. Ich dachte, der hat irgendwie so ein Special Ghost Raimi. Das war ja heftig. Würde ich mir auf jeden Fall gönnen, wenn es sowas geben würde. Gibt's vielleicht irgendwann. Wer weiß. Ja, ich denke, auf jeden Fall ist hier noch ein bisschen Action. Also sieht ganz witzig aus. Oh, jetzt geht's los. Das ist hier so der Final Fight, den ich auch aufnehme. Wow, Dawn Synchron legt los, Alter. Er hat eingelegt und jetzt geht er irgendwie nach Hause. Tja. Kann man auf jeden Fall auch mal machen. Ja, also ich werde hier auf jeden Fall in Zukunft öfter mal schauen im Gildenturnier, ob ich denke mal, dass wir hier früher oder später auch mal einen coolen Fight finden werden. Weil so theoretisch, wie gesagt, ja doch, Fleischpanzer, den kenne ich doch aus der letzten Folge. Den kenne ich doch, den kennen wir doch. Oh, Unterhosen schon. Wow, die Kombo, Alter, what the frick? Ich hoffe, ihr habt so lange geschaut, um euch diese epische Kombo zu gönnen. Das war auf jeden Fall, hoho, das war eine nice Kombo. Ja, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn das der Fall gewesen war, kannst du gerne einen Daumen nach oben lassen. Wenn du einen Kommentar schreiben möchtest, dann schreibe doch einen Kommentar in die Kommentarsektion, damit ich diesen Kommentar lesen kann. Falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere jetzt diesen Kanal, um von nun an keine weiteren Fiesta-Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.